Ja, habt ihr heute schon gesund gegessen? Das wäre gut, denn gerade jetzt in der Zeit, wo sich alle Gedanken über Gesundheit machen, macht es Sinn, auch mal auf den Speiseplan zu schauen. Ich habe einen Film produziert, der heißt Die Ernährungspyramide mit Rezepten und den zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Vielleicht habt ihr ja Lust, das ein oder andere nachzukochen. Es würde mich freuen. Ciao, ciao! Die Ernährungspyramide. Ein Indianer hat mir mal gesagt, du bist, was du isst. Wir bestehen also aus dem, was wir essen. Deswegen ist es wichtig, sich um eine gesunde Ernährung zu bemühen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht Empfehlungen darüber aus, was man essen sollte und stellt das auf einer Pyramide dar. Auf der Ernährungspyramide. Um herauszufinden, wo die Lebensmittel herkommen, besuche ich für euch einen Bauernhof, auf dem es allerhand Obst, Gemüse und Tiere gibt. Experte für regionale Lebensmittel ist der Geschäftsführer des Hofes, Peter Zenz. Was kann man denn im Laufe des Jahres von Ihrem Bauernhof essen? Gute Ernährung, frisch vom Feld, das gibt es das ganze Jahr. Also jetzt auch im Winter in der Jahreszeit gibt es viele heimische Dinge, die in die Ernährungspyramide fließen können. Zum Beispiel die Äpfel, die im Herbst geerntet sind, die Äpfel, Birnen, das ganze Obst, was eingelagert ist, was im Winter ja total lecker und vitaminreich ist. Aber auch direkt frisch von den Feldern gibt es noch eine Menge. Das ganze Wintergemüse bietet da eine ganze Bandbreite an Vitaminen. Beispiele dafür können sein auch alte Gemüsesorten, wie zum Beispiel Pastinaken, Steckrüben, die sich eben auch sehr gut lagern lassen, die zudem auch noch preiswert sind und viel, viel günstiger dadurch sind, wie auch Wintergemüse, was importiert wird eben aus Spanien oder aus Frankreich, die um die Jahreszeit dann öfters teuer sind. Und so kann man eben Geld sparen, sich gut ernähren und eben auch eben regional genießen. Am Ende des Filmes werdet ihr wissen, was gut für euch ist. Und im Zusatzmaterial dieses Films gibt es jede Menge Rezepte zum Ausprobieren. Was haben das alte Ägypten und eine gesunde Ernährung gemeinsam? Pyramiden. Ich habe euch hier eine Ernährungspyramide aufgebaut. Und wie ihr seht, sie ist oben ganz schlank und wird unten immer größer. Und warum wird die unten immer größer? Weil ihr alles das, was hier unten ist, davon dürft ihr ganz, ganz viel zu euch nehmen. Also eine gesunde Ernährung sollte starten mit Wasser oder ungesüßte Tees. Es gibt auch ein klein bisschen Apfelsaft, also manchmal ist eine Saftschorle auch in Ordnung. Aber eigentlich ist wirklich das allerbeste pures Wasser. Das war doch schon ganz interessant, oder? Wenn du den Film komplett sehen möchtest, dann klicke den Link unter dem Video an und dort kannst du ihn komplett herunterladen. Viel Spaß!